Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute gibt es mal wieder endlich ein Aufgebraucht. Als erstes leer gemacht habe ich wieder von Schwarzkopf das Got to be Too Sexy Big Volume Push-Up Hairspray. Und ja, ich finde, das sieht cool aus. Es riecht verdammt gut. Und es hält auch richtig bombastisch. Also es ist nicht so ein ganz lockeres Haarspray. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich mir das geholt habe. Und jetzt habe ich noch andere da, die ich zuerst leer machen werde. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir das irgendwann nochmal hole. Dann leer gegangen von Listerine, das Total Care Clean Mint tägliche Mundspülung. Das war das Lilane. Das fand ich eigentlich echt ganz gut, muss ich sagen. Das war nicht zu stark und zu scharf. Ja, es ging. Also natürlich, wenn man es lange im Mund hält, wird es natürlich immer schärfer. Und ja, Listerine kaufen wir eigentlich immer wieder nach und finden wir beide gut. Und jetzt haben wir aktuell das, was die Zähne weißer machen soll. Dann leider ein absoluter Flop. Das ist von Sauber eine Limited Edition, die nach Buttermilch und Mandarine riechen sollte. Die Kombination hörte sich extrem gut an, aber das ist der erste Badezusatz, den ich richtig muffig fand. Ich weiß es nicht. Ich habe es ins Badewasser gegeben und es roch einfach mal gar nicht gut. Ich habe da noch was dazugegeben, dann ging's. Aber ich fand es gar nicht toll und für Kinder erst recht nicht. Also das war ein absolutes Fail. Design ist super schön. Ja, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, außer dass ich es wirklich schlecht fand. Dann ein Badezusatz, der traumhaft gut roch. Das sind die Badekristalle, alles wird gut mit Vanille, Macadamia und Honigextrakt. Und ja, das ist, es ist halt ein Badekristallebad, da dürft ihr nicht Schaum erwarten. Deswegen habe ich immer noch was da von Dresden Essenz, was noch Schaum dazu gibt und relativ neutral riecht und wertet das Ganze nochmal auf. Aber vom Geruch her war das wirklich, wirklich sehr mein Fall. Und ja, voll süß eigentlich wieder. Ich stehe eh total auf Kneipp und könnte ich mir auch vorstellen, mir das irgendwann nochmal zu holen. Dann ist das Diwali Delight von Rituals leer gegangen. Das war meine Limited Edition. Das ist mit Patchouli und Kardamom. Und ich mochte diesen Geruch. Er ist einfach so feminin, weiblich, süßlich, frisch. Wie so ein richtig geiles Parfüm irgendwie. Und ja, ich glaube, das gibt es auch leider so nicht mehr. Und ich habe es mir wirklich sehr lange aufgehoben. Und deswegen seht ihr auch irgendwie so selten Duschgele bei mir, kann das sein. Weil ich habe immer einige offen und ich finde es immer so schade, wenn sie dann leer gehen. Das ist total bescheuert, ich weiß. Aber ja, jetzt ist das auf jeden Fall leer gegangen. Und ich habe auf jeden Fall noch andere Rituals-Schäume da. Dann leer gegangen ist das Wet n Wild Make-up, das ist das Cover-All, die Cover-All Cream Foundation. Die war extrem deckend, aber auch extrem hell. Die war viel, viel, viel zu hell für meinen Ton. Das ist die Farbe 815 Fair Claire. Und ja, die war wie gesagt viel zu hell. Aber was gut war, weil die konnte ich gut mit Foundation oder Foundation-Pröbchen mischen, die wiederum zu dunkel waren. Ja, wozu sollte ich mir das jetzt kaufen, um es zu mischen? Dann hole ich mir lieber Foundation, die ich nicht mischen brauche. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ja, dann darf natürlich nie fehlen in diesen Aufgebrauch-Videos bei mir irgendwelche Dry-Shampoos. Das ist jetzt die kleine Probe von Batiste Trockenshampoo, das Fruity Cheeky Cherry. Eins meiner allerliebsten und ja, ist total schnell leer gegangen. Und brauche ich ja auch nicht weiter zu was sagen, denke ich. Denn ihr seht es irgendwie fast in jedem Aufgebraucht, glaube ich. Dann habe ich gleich zweimal die Totes Meermaske von Rival de Loop aufgebraucht. Das war eine klärende Reinigungsmaske für porentiefe Reinigung mit Tote Meersalz und Kaolin. Und die roch ganz angenehm, war glaube ich so leicht grünlich, beige, genau. Und ja, ich fand sie jetzt trotzdem nicht so porentief reinigend. Da finde ich zum Beispiel, ich habe die von Garnier ausprobiert. Die finde ich viel, viel, viel besser. Ja, war ganz gut auszuprobieren. Ich kaufe mir eh Masken immer wieder, wenn ich sehe, dass sie neu sind. Man muss es ja ausprobieren. Die würde ich mir jetzt selber nicht nochmal kaufen. Dann gleich noch was von Kneipp, was leer gegangen ist. Das Cremebad Sinnliche Verführung mit Feigenmilch und Arganöl. Fand ich toll. Hat gut gerochen. Hat sehr schön geschäumt. Und ja, es hat so diesen leichten Feigegeruch, was Herbes so ein bisschen in der Note mit drin. Mag bestimmt nicht jeder. Ich fand's cool. Ich mag aber auch Feige. Und ja, ihr wisst ja, ich liebe Kneipp. Dann habe ich noch ein Bad aufgebraucht. Ihr merkt schon, ich habe sehr viel gebadet. Von TT Sepp das Bäder der Welt Kleopatras Geheimnisbad mit Milch, Honig und Mandelöl. Davon war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Auch wenn es echt gut roch, aber diese Menge hat niemals für meinen Bart gereicht. Ich hätte mir zwei davon auf jeden Fall locker reinmachen müssen. Und dafür finde ich es dann so ein bisschen schade, wenn das dann letztendlich gar keinen Effekt hat, weil zu wenig, also 20 Milliliter waren da zu wenig oder es war zu wenig konzentriert einfach. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht nochmal holen. Da müsste ich mir schon dieses Fläschchen holen. Die gibt es ja auch in so kleinen Flaschen. Ob sich das dann preislich wieder lohnt, weiß ich auch nicht, weil dann nutzt du das vielleicht dreimal und das Fläschchen ist leer. Deswegen, ja, ist das auch so ein bisschen Flop bei mir leider. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von Rexona, das Cotton Dry, Dry and Fresh. Das war echt gut und das roch extrem frisch. Ich mochte das sehr. Es hat auch wirklich lang gehalten. Das sind ja diese Compressed-Dinger, also jetzt sind hier 75 Milliliter drin statt vorher 150. Und es hat echt lange gehalten und ja, ich kann mir vorstellen, dass ich mir das nochmal hole. Ich möchte aber jetzt mal andere von Rexona noch ausprobieren. Dann hatte ich hier noch eine Maske aufgebraucht von Müller. Das war die irgendwas mit C irgendwas. Auf jeden Fall ist das auch eine klärende Maske mit Teebaumöl und weißer Tonerde. Die roch auch extrem nach Teebaumöl, aber auch die fand ich jetzt nicht überragend gut, um Haut zu klären. Deswegen würde ich mir die jetzt auch nicht nochmal kaufen. Hier ist die besagte Maske, die ich super finde. Und zwar ist das die Garnier Skin Naturals Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Die ist richtig, richtig, richtig gut. Man merkt den Qualitätsunterschied der Maske. Die hat so eine richtig coole Konsistenz, wie so, ich weiß nicht, ihr macht die drauf und dann verteilt die sich voll gleichmäßig und glatt automatisch auf der Haut. Ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Kann ich nur empfehlen, werde ich mir auch nachkaufen. Bis jetzt die beste Maske so und ich fühle mich danach wirklich gereinigt und viel besser als bei anderen zum Beispiel. Ja, und das ist jetzt eine Hälfte davon. Oh, ich habe auch die zweite Hälfte gefunden. Dann hier noch eine Feuchtigkeitsmaske von Chabens mit Soforteffekt. Die roch so ein bisschen nach Gurke. Ich glaube, das war der einzige Effekt, den sie hatte, dass sie so ein bisschen frisch roch. Ja, sonst war da nicht so viel besonders dran. Dann leer gegangen, mein Essence Studio Nails, Better Than Gel Nails, Top Sealer, Fast Dry. Ich weiß auch gar nicht, ob es den so noch gibt. Ist jetzt leer, aber ich werde mir auf jeden Fall sowas in der Art, ja, ein neues besorgen. Muss mal schauen, was es da so gibt. Wenn ihr einen Tipp für mich habt, für einen richtig guten Topcoat, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, weil ich glaube, den gibt es so leider nicht mehr. Und weiter geht's mit Badezeug. Das sind die Badekristalle auch von Kneipp mit Jasmin und Argan, sanfte Entspannung. Und die Jasmin-Note hat mir hier nicht so gut drin gefallen, aber mich hat das Argan halt gereizt. Deswegen, ja, war okay vom Geruch. Dann ist mein Cleanser leer gegangen. Das war so ein Gentle Foaming Cleanser von Clarins. Hatte ich jetzt auch echt ewig lang, weil man braucht echt nur so eine, ja, so eine Haselnussgröße. Hat ganz gut gereinigt, aber ich war irgendwie zum Schluss hin ein bisschen genervt davon. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich wusste, dass ich noch andere da habe, die ich endlich leer machen wollte. Generell war ich zufrieden damit, aber der Geruch war jetzt nicht ganz so toll. Generell von Anfang an. Deswegen würde das bei mir schon scheitern. Ich fühle mich erst so richtig sauber, wenn es auch frisch riecht irgendwie. Manche mögen es ja, wenn es gar nicht riecht. Ich mag es, wenn es gut riecht. Und ja, deswegen, ja, so ein Mittelding, würde ich sagen. Dann wieder was von Kneipp. Überraschung. Das war das Kneipp schäumende Badesalz abschalten. Also so richtig schäumend war das jetzt nicht. Es war so ein bisschen schäumender als die anderen, aber auch keine Berge an Schaum. Da habe ich mehr erwartet. Und vom Geruch her aber auf jeden Fall ganz angenehm. Aber ja, da es nicht hält, was es verspricht, würde ich es mir jetzt nicht nochmal kaufen. Wir haben es fast geschafft mit den Badesalzen. Es ist sehr badelastig diesmal. Mir war das selber gar nicht bewusst. Von TTZept, das Sinn des Salzes, schön, dass es dich gibt. Ja, verwöhnendes Pflegebad mit Sonnenblume. Und das roch echt gut. Es riecht überhaupt nicht nach Blume irgendwie, aber es riecht echt angenehm, weswegen ich es auch mitgenommen hatte, weil ihr habt bei TTZept diese praktischen Duftproben. Und ja, das hatte ich auch noch nicht so oft gesehen. Und deswegen durfte das auf jeden Fall diesmal mit. Und ja, fand ich echt cool. Doch, hat mir gefallen. Und das letzte, noch was von TTZept, was richtig, richtig gut roch. Die Limited Edition Deine Kuschelzeit. Und ja, das roch einfach richtig, weiß nicht, richtig zum Wohlfühlen. Sehr passend und ja,
Da ist schon Tee abgebildet und so Kuschelsocken. Und das war mit Goldglitzer. Der ist nicht auf der Haut geblieben, nur so vielleicht ganz vereinzelt habt ihr so ein paar Punkte gesehen. Im Bad habt ihr es selber aber doch gemerkt, weil es schwimmt dann oben. Und ja, fand ich ganz cool. Und würde ich mir auch nächstes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr im Winter wieder kaufen, wenn es das gäbe. Dann endlich aufgebraucht. Oh mein Gott, habe ich lange dafür gebraucht. Die habe ich mal irgendwann zum Testen zugeschickt bekommen, als sie, glaube ich, mit neu rauskam. Das ist die Nivea BB Cream 5 in 1 Blemish Balm in hell. Und was daran ist bitte hell? Die hat so nachgedunkelt, dass ich mich, wenn wirklich die ersten Tage, als ich das so getestet habe, dachte ich, ja voll cool, habe mich eingecremt, sah alles gut aus. Und dann kam ich wieder und ich hatte so einen Rand, weil mein Hals viel, viel heller war als das Gesicht. Es ist sehr nachgedunkelt und das ist das, wo ich sage, deswegen ist es schlecht. Es riecht fantastisch nach Nivea und auch die Pflegewirkung war eigentlich gut. Ich habe es jetzt letztendlich doch aufgebraucht, weil ich es mit diesem ganz hellen Make-up auch sehr oft gemischt habe und zusammen ging es. So für die Arbeit hat es ausgereicht, für abends wäre das nie was geworden. Dazu war mir das einfach zu schlecht. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall BB-Creams, die ich besser finde und würde mir das von Nivea leider nicht kaufen. Dann leergegangen von Bombshell ist so ein Filzstift-Eyeliner. Den fand ich eigentlich ganz cool. Da kommt aber jetzt keine Farbe mehr raus. Damit konnte ich anfänglich ganz gut einen Eyeliner-Wing üben. Und jetzt bin ich aber umgestiegen auf feinere Stifte und komme damit auch besser klar jetzt. Und ja, fand ich okay. Dann kann ich nichts weiter zu sagen. War mal in der Glossybox. Sans Souci Daily Vitamins, so eine Creme ist mir leer gegangen. Das war eine Feuchtigkeitspflege, die habe ich immer so unterwegs mitgenommen. Ich finde die Pflege von Sans Souci richtig, richtig gut. Die riecht auch angenehm. Also alles, was ich bis jetzt davon hatte, roch super angenehm. Und ich muss sagen, ich mag die Marke, was Feuchtigkeit angeht. Und ich glaube, sowas findet man im Müller. Hier habe ich tatsächlich noch eine Maske gefunden. Die Limited Edition Cooling Maske von Chabins. Das war so eine durchsichtig-türkise, die hat wirklich einen kühlen Effekt gehabt. Also fand ich ganz cool, weil es stimmt, es hat einen coolen Effekt und wenn man das auch möchte, dann bringt es dieses Produkt auch. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn ich im Sommer nochmal Bock drauf habe, dann würde ich sie mir holen. Aber im Sommer wird es sie vielleicht nicht mehr geben, deswegen wenn, dann jetzt noch zugreifen. Und ein bisschen Lush ist auch noch leer gegangen. Zum einen der Melting Snowman, The Christmas Penguin und Holy Golightly. Das waren drei Weihnachtsbadekugeln. Ich liebe Lush. Ich kann nichts Schlechtes darüber sagen. Ich fand jede einzelne richtig toll. Und ja, die gibt es ja eigentlich auch jedes Jahr wieder. Besonders toll fand ich aber die Holy Golightly. Die könnt ihr euch auf jeden Fall dritteln. Das reicht vollkommen aus. Riecht richtig toll. Und ja, ich werde dieses Jahr auf jeden Fall Weihnachten wieder zuschlagen. So, und noch zwei ganz kleine Pröbchen. Einmal vom Biotherm das Blue Therapy Lift and Blur. Das war so eine Uplifting-Cream. Die habe ich auch unterwegs benutzt. Fand ich ganz okay, aber jetzt auch nicht überragend. Roch so ein bisschen auch nach Gurke. Und dann die Creme von Caudalie. Anti-Wrinkle Protect Cream. Ja, die fand ich jetzt nicht so dolle. Ich habe sie aber leer gemacht. Geruchtechnisch ging so. Ja, ich weiß nicht. Es riecht so ein bisschen muffig nach Rebstock oder so. Ich weiß es nicht. Fand ich jetzt nicht so toll, fand ich besser, aber ich finde Sans Souci bis jetzt wirklich am allerbesten. Und ja, das war's. Sehr badelastig und maskenlastig. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig für euch. Und schreibt mir doch mal, was ihr in letzter Zeit sehr viel aufgebraucht habt. Oder ob ihr auch so Baderatten seid wie ich. Und ja, das war's. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Ciao!